Es geht weiter mit Let's Play Castlevania Area of Sorrow und wir sind im chaotischen Reich. Allgemein hat sich im letzten Part sehr viel abgespielt, ein ziemlich großer Plot-Twist. Aber jetzt können wir dem wahren Ende nachgehen und dafür müssen wir uns nur durch diese chaotische Welt schlagen. Und ja, man reist jetzt nochmal durch ältere Gebiete, nur das ist praktisch Draculas Schloss, nur farbentsättigt. Und ja, wir müssen praktisch das Chaos aufhalten, weil sonst werden wir davon letztendlich übernommen. Und hier nehme ich am besten wieder den Killerumhang. Ups, da ist er auch schon. Deswegen müssen wir hier rein, bevor damit das Böse nicht übernimmt. Man kann zu dem Gebiet hier an sich sagen, das wird ziemlich linear ablaufen. Also ab und zu ist immer mal so ein Weg nach links und rechts, aber das ist ja nichts Besonderes. Da guckt jetzt gerade, war mal ein Mana Prisma, aber das ist halt auch einer der wenigen Räume, wo überhaupt mal was Besonderes dann ist. Allgemein viele Gegner, die man auch schon kennt, aber es werden auch noch ein paar neue kommen. Zum Beispiel, das sind jetzt viele Gegner, die wir aus der Arena erkannten. Also auch ein Gebiet, das ziemlich spät kam. Okay, da ist mal wieder nichts. Das ist alles aus diesem Unterwassergebiet. Aber auch, als ob die Zeit hier stehen geblieben ist. Ach genau, ich habe auch hier meine Speed-Fähigkeit. Und achso, ich habe den schon gekillt. Ach, den haben wir auch noch, den Basilisken. Hä? Von mal lebt er wieder? Was? Ja, okay. Jetzt ist er auch tot. Nice. Ah, das ist jetzt so ein riesiger Raum. Das ist... Ach, das ist doch der erste Raum praktisch, wo man damals gegen die Zombies gekämpft hat. So der erste richtige Raum, wo man jemals was zu tun hatte. Hier hatten wir damals gegen den Kopfjäger gekämpft. Und komm, nochmal. Er kommt wieder nicht mehr aus. Und ein Level-Up. Wir sind jetzt Level 46. Trifft sich ganz gut, weil ich denke, das ist ein ganz gutes Level für diesen Abschnitt. Ah, hier ist ja der Raum mit dem Tod oder auch nicht. Und tschüss. Das war der Behinderte, den ich mal meinte. Wir haben ja schon mal so einen Gegner gehabt, dass der nur so auf so ein Schwert bestand, aber das ist der Vater davon. Der ein bisschen arschlöcherischer ist. Aber ich glaube, der ist tot. Gut. Meine MP sind jetzt automatisch verbraucht. Ich habe da schon so ein ganz komisches Gefühl, hier nochmal durch diese ganze Chaoswelt zu kommen. Das finde ich, das wirkt so für einen Plot, so wie der bisher abgelaufen ist, so ein bisschen ziemlich verrückt. Aber irgendwie hat das auch was. Und, ach geil, ein Speicherpunkt. Wenigstens ist der hier gleichgesetzt. Ich habe jetzt auch nichts mehr eingekauft, aber weil ich denke, wir sind mit unserer Ausrüstung ziemlich gut, kommen wir ziemlich gut voran. Oh, Geld. Ach, das war ein Mimik. Das spaßt. Das geht ja mal gar nicht. Man kommt hier wirklich durch alle möglichen Gebiete. Also man muss nochmal alles durchleben, was man in diesem Schloss gesehen hat. Und ich meine, hier treffen wir nochmal auf so einen richtigen Assi. Denn es gibt auch noch so ein paar kleine, wenige Gegner, die nochmal besonders stark sind. Die wir sonst gar nicht getroffen haben, aber die dann hier nochmal erscheinen. Den meine ich, den Dämonenherrscher mit seiner komischen Frisur. So, tschüss. Das gab es, glaube ich, auch nie wirklich, dass es noch so einen vierten Dämon gibt, der eben dann so ein Herrscher ist. Okay, das war aber kein Mimik. Sehr schön. Und da sind wir hier. Ist auch nicht im Unterwasserbereich. Der Unterwasserbereich war hier allgemein ziemlich groß. Da, ne, unter Wasser gibt es auch noch was. Na gut. Da haben wir einmal Triton. Mit seinen Dreizack, seiner riesen Mistgabel. So. Gut. Aber allgemein sind wir ziemlich gut gewappnet. Jetzt einmal hatte ich zwar jetzt total viel Schaden gehabt, aber dann kam ja der Speicherpunkt. Der kam ja genau richtig. Ich finde es ja auch geil, wie das Feuer hier einfach mal unter Wasser funktioniert und voll viel Schaden macht. Und was ich jetzt auch noch gar nicht gesagt habe, so schnell wie wir vorankommen, denke ich, dass wir in diesem Part nun die Story abschließen werden. Denn ich glaube, entweder ich verkacke an einer späteren Stelle noch total. Aber es würde jetzt nichts bringen, das jetzt alles nochmal in mehrere Parts zu teilen. Und ja, von der Karte sieht man gar nichts. Mich irritiert es, dass mir 0,2% fehlen. Da habe ich wohl doch noch irgendeine Ecke irgendwo ausgelassen.
Und ja, da haben wir mal wieder irgendein Mädchen, das in Gefahr ist oder auch nicht. Hier ist echt alles total angehalten. Bis auf die Flammen, die funktionieren noch. Ah, okay. Die gibt es ja auch noch, den letzten Wächter. Okay, jetzt habe ich mich auch dumm angestellt. Was? Okay, das hat mich getroffen. Na gut. Also viel wird nicht mehr passieren. Also ich gehe mal davon aus, dass wir auch in diesem Part alles abschließen werden können. Also von der Story her. Es wird noch so ein paar andere Sachen geben, die ich noch zeigen wollte. Zum Beispiel darunter auch die ganzen Seelen. So, super Trank. Nice. Aber da werde ich wahrscheinlich dann, je nachdem wie weit wir kommen, nochmal am Ende des Parts drauf eingehen. Nervt mich nicht. Ich glaube, wir sind auch gar nicht... Ich glaube, wir sind schon fast da. Oder? Hier ist noch ein Eisengolem. Na gut. Und tschüss. Vor allem als Kiddy habe ich nicht gecheckt, dass man den mit dem Killerumhang töten kann. Ich habe früher immer versucht, den tatsächlich mit einzelnen Waffen, ja, versucht, die KP auf Null zu bringen. War aber auch eine nette Challenge. Und hier haben wir einen Schattenritter. Ich glaube, der ist sogar nochmal stärker. Oder die... Nein, ich bin tot! Ich wollte jetzt eigentlich so einen Backslash machen, aber bin jetzt in die falsche Richtung gegangen. Und Backslash ist jetzt eigentlich was auf der Tastatur, aber... Egal, nenne ich jetzt einfach mal so. Das war jetzt etwas blöd. Na gut. Bin ich jetzt in die falsche Richtung gegangen. Aber nur gut, wir kennen jetzt den ganzen Gegner hier. Moment, da unten war ja noch Geld, ne? Ne, doch nicht. Aber wir haben hier den Dämonenherrscher, den will ich aber kurz auslöschen. Das wäre ganz gut, bevor er es tut. So. Nice. Da müssen wir noch ein paar Sachen tun, dass wir den Glückswert noch irgendwie erhöht bekommen. Da werden wir wahrscheinlich für den Seelenring holen. Für den ich dann auch ein bisschen Geld haben muss. Ich sag's ja auch schon mal so, ich hab's ja auch schon mal so ein bisschen angekündigt, dass ich ja vorhabe, die Vorbereitung für die 100% in Form eines Livestreams zu machen. Weil ich denke, da hat halt jeder was davon und da muss ich das auch nicht alles offscreen machen. Und dann halt die das sehen wollen, die können das halt dann entsprechend gucken und wer jetzt halt das praktisch nur das Endergebnis sehen will von den 100%, der sieht das dann halt dann nochmal in Form eines praktisch letzten Parts dann. Und wenn nämlich jetzt, ich werde wahrscheinlich noch vorher eine Ankündigung rausgehauen haben, wenn wir jetzt in diesem Part die Story abschließen, hätte ich nämlich schon geplant, dass ich dann im nächsten Part die ganzen Seelen zeige und Bosswash mache und so. Und dafür wollte ich auch noch ein bisschen leveln, dass man auch eine gute Zeit schafft und eventuell auch dann Zugriff auf alle Seelen hat und ganze Rüstung und so. Dann wird es nämlich, ich sag jetzt vorausgesetzt, wir schaffen jetzt alles in diesem Part, dann wird es nämlich dann jetzt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dann morgen einen Stream geben. Wenn ich jetzt mich nämlich jetzt nicht verrechnet habe, dann würde jetzt der Part nämlich jetzt an einem Dienstag online sein. Und wenn wir jetzt die Story schaffen, dann wird der Stream dann an einem Mittwoch starten. Aber da werde ich bestimmt schon mal vorher noch eine Ankündigung rausgehauen haben. Also sage ich wahrscheinlich gar nichts Neues. Wahrscheinlich habe ich schon 10.000 Mal auf allen möglichen Social Media Plattformen angekündigt. Weil, das ja so ein wichtiges Event ist. Nein, Scherz, aber ich denke ja, wenn jemand dann was gucken will, dann will ich ja auch das schon ein bisschen publik machen, damit das auch keiner verpasst. Weil ich kenne das auch von anderen Streamern und so, dann hat man mal einen Tag mal keine Zeit und sowas, weil man sich jetzt auch gar nicht die Zeit genommen hat. Und dann streamt er dann irgendwas, war ein richtig cooles Projekt und ich dachte ich so, ach Mensch, warum habe ich das, warum sehe ich das jetzt erst, sonst hätte ich mir die Zeit dafür genommen, sonst wäre ich... Das wäre hier später einkaufen gegangen oder sowas halt. Deswegen bin ich auch mit Livestream-Ankündigungen lieber dann ein bisschen sehr früh immer. Also dass ich hau ja meine Ankündigung teilweise ja 2 Tage raus, bevor der eigentliche Stream kommt. Was natürlich den Nachteil hat, dass meine Streams dann nie wirklich spontan ablaufen. Aber vielleicht werde ich auch mal ab und zu mal auch die etwas spontaner halten. Bei Splatoon habe ich das zum Beispiel gemacht. Und danach habe ich erstmal wieder ein paar Wochen lang gar nichts mehr rausgehauen. Was aber daran liegt, dass ich jetzt wieder mehr Videos hochlade und beziehungsweise auch aufnehme und da muss ja auch entsprechend dann mehr Zeit rein.
glaube, wir sind schon fast da. Ist nochmal so ein Dämonen-Assi. Ach man. Jetzt war ich ein bisschen zu gierig. Soll ich noch unbedingt noch mehr Schaden reinwürgen? Hab den dann gestattet, mich nochmal anzugreifen. Oh, schnell heilen. Okay, gut. Weil ich habe manchmal auch das Gefühl gehabt, das wirkt vielleicht, wenn man so Ankündigungen so voraushaut und die halt überall verbreitet, das wirkt vielleicht dann so, als ob man sich selbst so wichtig machen will, was eine Sache ist, die ich auch auf YouTube nicht so haben kann, auch von anderen. Aber wenn man das dann selbst dann so macht... Ey, Spast! Ist man ja auch nicht besser. Ich sollte nicht so viel off-topic reden in so einer Situation. Na, kommt nochmal. Ach, ich vergesse das immer wieder. Wir sind da weit gekommen. Obwohl ich überlege, war die Mimik-Seele nicht für irgendwas wichtig? Für irgendwas mit Geldfarben oder so? Ach komm, wisst ihr was? Wir huschen jetzt hier einfach durch. Wir haben das schon alles hier 10.000 Mal gesehen, weil da oben nicht das... ja doch, da gab es die 500. Die nehme ich noch mit. Wir huschen jetzt hier einfach durch. Weil das meine ich halt, das ist dann wieder so eine Art Doppelmoral praktisch mal jetzt, ich sag mal in Form des Stream-Ankündigungen oder wenn man so irgendwas auf YouTube so total krass ankündigt und so. Man will einerseits was Gutes tun, weil man einfach nicht will, dass das jemand verpasst oder sowas, weil man halt vielleicht dann denkt, so ja, das könnte den einen oder anderen ja interessieren. Aber das könnte andererseits natürlich auch so wirken, als ob man total überheblich ist und sich einfach nur wichtig machen will damit. So dieses typische, so also hier guckt euch mal an, das ist ein geiles Format, das müsst ihr euch alle reinziehen. Ich bin so überzeugt davon, deswegen werde ich das jetzt auch hier überall total krass präsentieren. Also das ist jetzt nicht der Fall, bei mir geht es wirklich jetzt nur um die Informationsweitergabe. Ja komm, fall zu Boden, bitte. Nice. Er hat mich gehört. Ich habe keinen Bock auf euch. So, nice. So, gut. Was ich jetzt erstmal mache, ist Skula wieder. Ich könnte auch mal die Succubus-Seele wieder nehmen. Wäre auch ganz gut. Weil so ein bisschen KP zurückbekommen ist ja auch ganz praktisch. Aber das wird, glaube ich, nicht so viel bringen, weil es sind halt mal nur 5... Ach, ich laufe auch voll ins Messer rein. Ins offene Messer laufe ich rein. Jawohl, komm da, ne, Kopfjäger. Machen wir mehr Schaden. Ist auch besser so. Ich muss sagen, der erinnert mich mit diesen Hörnern auf dem Kopf, der erinnert mich ziemlich stark an Kingdom Hearts Burst by Sleep oder auch Kingdom Hearts 2 Lingering Will. Also praktisch diese Rüstungen, die Terra, Aqua und Ventus tragen. Aber ich glaube, wenn ich Lingering Will sage, ich glaube, die meisten werden jetzt schon Angst bekommen. Entweder eine coole Musik denken oder total Angst bekommen. Oder beides. Ja, bei mir ist das eine Mischung aus beiden. Eine Mischung aus Angst und Epicness. Achso, jetzt haben wir auch kaum noch MP. Ach, und hier bin ich ja gerade gestorben. Genau. Hoffe ich mal, dass das nicht nochmal passiert. Deswegen schmeiße ich jetzt mal ein bisschen mehr mit meinen MP-Attacken rum. Ich will diesen Succubus gerne töten. Nein, du Spast! Und jetzt kommt er auch noch. Blöd. So, gut. Aber ich glaube, mein Original-Display bin ich, glaube ich, auch mal an der Stelle gestorben. Alter, die Nerven. Wie werde ich jetzt alle los am besten? Ich will jetzt auch nicht noch einen Trank einwerfen. Ich wollte mir die Tränke eigentlich noch für was anderes aufbewahren. Aber muss ich wohl. Ey, nerv mich nicht. Ich weiß, dass sie mich nicht echt liebt. Also bringt das gar nichts und... Ach, ey. Na komm, super Trank. Ey, lass mich doch einfach nur... Wie können die Entwickler meinen... Ey, das ist voll die gute Idee, den wir jetzt 3 von denen auf einmal platzieren. Und noch diesen Ascalon-Gegner. Ich hasse den.
Ne, Ascalon. Ne, Ascalon, so hieß die Waffe. Auf jeden Fall das Schwert, das da schwebt, das so hässlich ist. Okay, Geld. Habe ich es mir doch gedacht, kann ich eigentlich die Seele von dem langsam mal bekommen? Das wäre, glaube ich, ganz gut, weil ich meine, die war ziemlich mächtig. Aber komm, das machen wir den anderen Mal. Ich glaube, weit ist es nicht mehr. Ja, wir sind da. Da ist eine Boss-Tür, die ein bisschen anders aussieht als alle anderen. Jetzt habe ich ein bisschen die Zeit unnötig gestreckt, ohne dass ich es wollte. Dadurch, dass ich so oft auch gestorben bin. Aber ich würde sagen, wir treten mal ein. Mal gucken, wie dieses Chaos, das wir bekämpfen müssen, aussieht. Endlich bin ich hier. Ob ich das wohl alleine schaffe? Du bist nicht allein. Was? Alle im Schloss haben ihre Kräfte gebündelt, um dich zu erreichen. Also wissen alle, dass ich Dracula bin. Ja, Arikado hat uns alles erzählt. Bestimmt haben alle Angst vor mir. Ach was, das war ein Schock. Aber wir alle glauben, du wirst es schaffen. Ich schicke dir jetzt ihre Botschaften. Hör zu. Wann kommst du mal wieder in meinen Laden? Freue mich schon drauf. Guten Morgen, Homer. Ich habe gerade gehört, was geschehen ist. Wie ich dir sagte, du bist du selbst. Lass ihn nicht gewinnen. An den Mann, der mich besiegt hat, enttäusche mich nicht. Das ist die letzte Chance für dich und für uns. Ich zähle auf dich. Sie stehen alle an meiner Seite. Du kannst es schaffen, weil ich an dich glaube. Mina? Na schön, also los. Okay, was erwartet uns dahinter? Ja, okay, das ist eine komische, das sind drei komische Statuen und eine Art Teufelsrad und man kann, okay, man sieht das nicht, aber unsere Seelen wurden alle geklaut. Wir haben jetzt diese Symbole da und die stehen dafür praktisch, welche Begrenzungen wir jetzt haben. Und jeder hat seine verschiedenen Angriffe. Das, ja, das rote Kugel praktisch, die macht so einen Lenkangriff. Das gelbe saugt uns, glaube ich, unsere ganzen MP ab und ich bin tot. Macht aber nichts, denn jetzt kann ich was zeigen. Ja, genau, es kommt euch das schlechte Ende. Das habe ich mich auch. Ich gebe zu, ich habe mich jetzt auch mit Absicht jetzt nicht angestrengt. Da ist er nämlich schon. Ich habe dich leider warten lassen. Zeit, mein Versprechen zu halten. Ja, das ist jetzt, das zeigt jetzt nämlich, wie das Chaos gewonnen hat und Soma eben böse wurde und zum finsteren Herrscher aufstieg. What is a man? A miserable pile of secrets? Der musste sein. Ich sag, Credits zeige ich in Ruhe, wenn wir das gute Ende geschafft haben. Deswegen werden die jetzt nochmal übersprungen. Und auch das. Okay, aber jetzt stellen wir uns wirklich dem Chaos. Ich weiß nicht gerade, ob die Waffe überhaupt auch wirklich gut dafür ist, ob vielleicht nicht die Todessense sogar besser ist. So, dann auf in den Kampf. Erneut. Ich habe mich jetzt aber auch gerade ein bisschen blöd angestellt. Teilweise jetzt auch mit Absicht, aber jetzt. Ich will erstmal das Ding zerstören, weil ich glaube, das ist schon ganz gut. Erstmal das Blaue allgemein. Immer alle nacheinander zu zerstören ist, glaube ich, ganz gut, weil man dann ja entsprechend weniger Probleme hat. Und der riecht mich eigentlich am meisten auf. Ja, komm, viel kann er nicht mehr aushalten. So mega stark ist der Boss auch nicht. Okay, gut. Dann den. Weil der Gelbe allein kann nämlich so gut wie gar nichts machen. Der kann zwar unsere MP senken. Aber, okay, ein bisschen Tränke. Erst ein Supertrank, wir haben ja 4 Stück davon. Und die habe ich mir auch speziell für diesen Kampf aufbewahrt. Und hier ist auch eine andere Bossmusik, die halt sehr düster wirkt. So, nice. Dann fällt es auf diese Seele wieder, nur wir haben halt keine MP. Obwohl, das lohnt sich jetzt auch nicht, MP jetzt zu nutzen, weil die werden sehr schnell wieder abgesaugt. Ja, komm. Komm, wir kriegen dich noch tot. Also, jetzt kommt der kann eh nichts mehr machen. Du hast verloren, Chaos. Das war's. Nice. Wohl andere Musik. Was ist das? Voll die düstere Musik und was ist das? Ich weiß es natürlich schon, was es ist. Das Chaos selbst ist praktisch die verkörperte Sonnenfinsternis, könnte man so sagen. Oh, das ist, glaube ich, ganz gut, wenn ich das so mache.
Es lohnt sich hier die ganzen Augen erstmal kaputt zu machen, bevor man irgendwas macht. Denn wenn die Augen nämlich weg sind, dann hat er, glaube ich, immer weniger Verteidigung. Denn wenn wir jetzt diese finstere Sonne angreifen, können wir so gut wie gar nichts machen. Wir machen so gut wie kaum Schaden. Und mit jedem Auge, das wir zerstören, wird nämlich die Verteidigung gesenkt. Und oh, ups, ich gebe jetzt halt für Super Tank und mehr. Obwohl, besser ist das, wenn ich das so mache. Und komm, ich werde jetzt auch alles Mögliche, was wir haben, verbrauchen in diesem Kampf. Denn es gibt keine andere Gelegenheit mehr, wo wir dann noch groß was verbrauchen können sollten. Tun. Nervig sind nur die da oben, weil die eben... was war das? Habt ihr das gerade gesehen? Da war gerade so eine rote Aura um mich und die hat mir irgendwie Schaden gemacht, glaube ich. Oder haben mir MP entzogen? Ich glaube, das ist auch sowas, das kann das Viech auch noch. Ah, Gott. Aber wir haben noch Supertränke, das sollte hinhauen. Ja, komm. So. Gut. Komm, geh kaputt. Nice. Ich glaube, es kann auch diese Kugel nicht mehr raufbeschwören, wenn ich mich nicht irre. Ich überlege gerade, ist die Waffe vielleicht gar nicht mal so gut? Egal, auf jeden Fall. Erstmal komplett heilen. Sonst würde ich nämlich nochmal die Kaiserfaust ausprobieren. Nee. Das macht ja genau denselben Schaden und wir müssen mehr auf den drauf zielen. Todessichel? Nee. Okay, das ist schon der höchste Schaden, den wir dann anrichten können, okay. Oh. Na gut, der kann natürlich auch hier totalen Schaden anrichten. Oh Gott. Hört auf. Diese Schlange ist aber so blöd. Und vor allem diese komische Dornattacke. Diese. Ja, genau das. Ach, man sieht, glaube ich, daran in der Reihenfolge, wo sich diese. Oh, und nochmal. Mein letzter Supertrank. Danach haben wir nur noch Fleisch. Ja, doch, in der Reihenfolge, wo sich diese Dinger auftürmen, der verschwinden die auch. Also so, perfekt. Das war's. Wir haben das Chaos besiegt. Oder? Ja doch, die Sonnenfinsternis zerbricht. Also die Metapher dafür. Das Schloss. Das Schloss zerbricht auch. Aber wir sind doch alle da drin. Das sieht schon geil aus, wie das auch zerstört wird. Und so auch für GBA-Verhältnisse. Richtig cool. Obwohl, da fallen wir. Hallo Soma, ich gratuliere. Ich muss jetzt los. Eine neue Aufgabe wartet auf mich. Es war ein Schock, als ich hörte, dass du Dracula bist. Ich war gerade dabei, aufzuwachen, weißt du? Aber eigentlich ist ja alles nochmal gut ausgegangen. Deine Stärke und dein Mut werde ich niemals vergessen. Und ich habe dir noch gar nicht für meine Rettung gedankt. Also, danke. Du bist wie ein kleiner Bruder. War nett mit dir. Auf bald, hoffe ich. Auf Wiedersehen. Hey, freut mich, dass du mein Geschäft beehrt hast. Im Schloss wurde mir klar, was ich will. Kämpfen jedenfalls nicht. Ich werde wohl die Armee verlassen und demnächst einen Laden aufmachen. Ich hoffe, du kommst dann mal vorbei. Mach dir auch einen guten Preis. Du hast gut gekämpft. Als wir das Schloss verließen, ist die Macht des Vampirkillers verblasst. Keine Ahnung, was das bedeutet. Im Moment ist es ja auch egal. Leb wohl. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Der von dir gewählte Weg war der härteste. Hast dich gut geschlagen. Damit Gott Gutes tun kann, muss es auch Böses geben. Vermutlich folgt bald wieder jemand Draculas dunklen Spuren. Schwer zu sagen, denn von der Zeitfolge her ist jetzt nach Area of Sorrow bzw. Dawn of Sorrow praktisch kein zeitlicher Nachfolger mehr gekommen, also dass danach nichts mehr groß passiert ist. Vielleicht treffen wir uns dann wieder. Leb wohl. Ich danke dir im Namen meiner Mutter. Achso, ich danke. Jetzt habe ich gerade mit Belmonts Stimme gesprochen. Ich danke dir im Namen meiner Mutter. Wach auf! Wach auf! Wach auf! Ich muss bei der Musik mal an Bloody Tears denken. Am Anfang. Wach auf, Soma. Ja. Soma, Gott sei Dank, du bist endlich wach. Hört eure Stimmen, ihr habt mich wieder gerettet.
und wir sehen wieder normal aus. Wieder? Ja, den letzten Kampf habe ich nicht allein gewinnen können. Eure lieben Worte und Ermutigungen führten mich zum Sieg. Ja. Vergiss nicht, in mir schlummert die Macht Draculas. Sie ist nicht böse, doch sie hat mich verändert. Schon okay. Sollte wieder etwas passieren, werden alle dir helfen. Ja, genau, wenn mal was passiert, wer weiß. Ja, ich glaube auch. Sieh, die Finsternis ist vorbei. Okay, jetzt lasse ich mal die Credits mal in Ruhe durchlaufen. Das Gamepad lege ich auch mal zur Seite. Genau, von IGA produziert. Und hier sehen wir mal die ganzen Leute, die an diesem epischen Spiel mitgearbeitet haben. Yay. Das war ja allgemein Castlevania Area of Sorrow, war ja das erste Castlevania, das ja in diese neuere Richtung gegangen ist, die so diese ganzen Metroid-Elemente mit drin hatte und so ein bisschen diese RPG-Elemente drin hat. Und ich fand, das war wirklich einer der besten Schritte, die die gehen konnten. Weil ich weiß auch nicht, fast jedes Spielgenre, wenn man da RPG-Elemente drin hat, nicht RPG-Maker-Elemente, das... egal. Dann wirkt es auch irgendwie besser, weil da ist einfach mehr Möglichkeiten. Das hat man hier richtig gut eingesetzt, fand ich. Schwierigkeitsgrad war gut, jetzt vor allem mit dem Schwierigen hat man eine gute Schwierigkeit gehabt, wie man gemerkt hat. Jetzt vor allem gegen Ende, jetzt im chaotischen Reich, ist es nochmal ziemlich stark angezogen. Auch die Story fand ich auch nicht schlecht. Vor allem auch so dieser überraschende Plot-Twist irgendwie, weil... weil diesmal wartet ein Dracula halt nicht nur ein Möchtegern Dracula, der eigentlich nur ein dummer Wahnsinniger war. Und auf einmal ist man selbst dann Dracula und auch krass, dass man halt einen Tag Dracula spielt im Castlevania und man wusste es nicht. Und ich kann eigentlich an dem Spiel so gut wie gar nichts aussetzen. Mir fällt jetzt kein wirklicher Kritikpunkt ein soweit. Ich überleg grad. Und vor allem Dawn of Sorrow, finde ich, macht nochmal ein paar Sachen noch richtiger. Einfach weil dann so ein paar Sachen noch ein bisschen bequemer gemacht werden. Auch im Menü noch einiges verbessert und so. Und mehr Möglichkeiten. Ich kann dem echt nichts aussetzen. Story ist jetzt halt jetzt nicht so die größte, aber ist jetzt auch nicht so das Ziel vom Spiel. Nö, also ich bin wirklich ziemlich zufrieden mit dem Spiel, sehr sogar. Sehe ich auch als eines der besten Game Boy Advance Spiele an. Mein Favorit wird wohl Pokémon Smaragd bleiben für den Game Boy Advance, aber eigentlich, ja doch, Castlevania Area of Sorrow sehe ich auf Platz 2. Ich denke mal, auf Platz 3 würde ich Zelda Minish Cap legen. Und Platz 4, weiß ich gar nicht, Mario und Luigi ist auf jeden Fall noch dabei. Das war noch so gut. Golden Sun war auch okay. Auch wenn es dann halt ein bisschen trocken wurde. Ich überlege gerade, was gab es noch für geile Game Boy Advance Spiele? Fällt mir jetzt so spontan jetzt nicht mehr viel ein. Mario und so kam jetzt da auch nicht viel Besonderes, da kam fast nur Spin-Offs. Ja, auf jeden Fall ein sehr gutes Spiel. Also selten mal, dass ich in einem Spiel mal gar keinen Kritikpunkt habe. Jetzt auch von der Plotlänge kann man sagen, ist auch okay. Ist vielleicht ein bisschen kurz das Spiel. Wir können das als einzigen Punkt nehmen, aber das ist Castlevania einfach. Na gut, wenn man jetzt mit sowas wie Order of Ecclesia vergleicht, was ein ziemlich langes Castlevania ist. Das setzt natürlich nochmal neue Maßstäbe und hat nochmal wirklich einiges Besseres. Na gut, ich würde sagen, wie gesagt, wenn ihr das jetzt an dem Dienstag seht, am 21., wenn ich mich nicht geirrt habe, dann gibt's dann morgen den Stream. Und da werden wir uns dann die ganzen Seelen farmen und beziehungsweise werden wir uns erstmal Geld farmen, um uns dann den Seelenring zu holen. Und danach werden wir dann die ganzen Seelen holen. Und, naja, okay, das war alles soweit mit der Story. Uns erwartet aber danach noch, wenn ich dann die ganzen Seelen gezeigt habe, der Boss Rush. Dort werde ich natürlich auch die ganzen Seelen benutzen. Mit dem Boss Rush werde ich dann auf jeden Fall dann alles mit Soma auch abschließen. Und dann werde ich ganz am Ende nochmal den Julius-Modus nochmal durchspielen. Ich denke mal, das werden wir auch so in 2-3 Parts durchgeschafft haben. Denn das kann man auch noch machen, halt mit Julius nochmal alles durchzocken und da möchte ich schon gerne, dass man nochmal jeden Boss besiegt und dann am Ende Graham. Und das sollte auch in, ja, oder 2 Parts, glaube ich, sogar erledigt sein. Na gut, ich hoffe, euch hat das Let's Play so weit gefallen. Jetzt, wie gesagt, jetzt kommt der ganze Extra-Content noch. Der zwar auch nicht so groß ist, aber ganz nett. Wie gesagt, der besteht eigentlich nur aus, wie gesagt, Seelen zeigen, Boss Rush. Wir werden noch, die letzten 0,8% noch holen.
Und naja, das war soweit alles. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Und seid noch weiterhin dabei. Und dann sage ich mal, bis dann.